Solche overpowerten Monster-Armies müssen heute bezwungen werden. Und zwar von diesen beiden Teams. Welche Monster am Ende in einer Armee landet, können diese Teams selbst entscheiden. Und kleine Änderung, auf der gesamten Map ist heute ein Randomizer aktiviert. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Mob-Army-Battles sehen wollt und ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und damit geht es los. 90 Minuten Zeit, Mob Army Battle mit diesem wunderschönen Pinguin. Und einem Randomizer, der uns hoffentlich heute unfassbar gute Sachen geben wird, damit wir equipped sind einerseits für die Monster-Army, die uns Heiko und Stegi entgegenbringen werden, die wir sehr schnell schaffen müssen. Gleichzeitig müssen wir es in diesen 90 Minuten hinbekommen, auch halt, naja, halt eine Monster-Army aufzustellen. Das kriegen wir hin, indem wir Monster töten und ich habe ein Schaf eliminiert. Cool. Geh los, geh los, geh los! Oh, es geht los! Das ist jetzt trotzdem taktisch ein bisschen schwierig bei mir gerade alles, aber egal. Hast du kein Essen jetzt? Nee, noch nicht so wirklich. Oh no. Komm, ich boxe dich gleich mit kaputt. Mal ein Kombo. Ich habe nur Angst, dass hier mein Duster weg ist gleich. Na, checke. Bau mal die Glasscheibe ab. Ja, was haben wir da? Oh! Können wir das brauchen? Favo, das gefällt mir sehr gut. Bringt uns das was? Naja, ist halt ein Enderdrache. Aber den müssen wir halt auch down bekommen, ne? Das verstehst du. Wir müssen jetzt wieder alles durchprobieren, ne? Ja, ja. Wir müssen erstmal full irgendwie was Cooles finden, mit dem wir es anfangen können. Ist sehr, sehr chillig, Bro. Dirt gibt Kerze, Kerze gibt Eisen. Das ist schon mal krass. Oh. Wir brauchen nur noch Sticks. Holy shit. Ich hab Holz. Aus Oak Leaves, glaube ich. Nein! Aber ich glaube schon. Wir sind weiter in, weiß ich, 1,5 Minuten als das letzte Mal nach wirklich 2 Stunden. Ja, ja. Das ist wirklich übersick, weil wir jetzt schon direkt farmen können. Ja, genau, ne? Manche. Wir können jetzt Blöcke und alles. Also drückt uns auf jeden Fall die Daumen, dass der Randomizer heute auf unserer Seite ist, dass wir auf jeden Fall stabilen Netherite Diamond OP-Stuff bekommen. Gerne auch Totems, Fabo. Dafür bist du heute wieder zuständig. Und dass die anderen auf jeden Fall keinen so nice Stuff bekommen. Lasst unbedingt einen Like da, schaut bei Fabo vorbei, schaut bei Heiko und Stege vorbei, abonniert alle Kanäle und schreibt in die Kommentare, ob ihr das Ganze mehr sehen wollt. Und ja, da drüben, Was passiert bei denen? Da drüben kracht schon. Ich glaube, das Beste, was wir machen könnten, ist sowieso in verschiedene Biome gehen. Aber haben wir hier verschiedene Biome? Naja, ich hoffe mal. Also ich würde mal so ein bisschen in Richtung Süden laufen. Und ja, dann lauf Nordosten. Alright, dann machen wir das so. Eine weitere Änderung, die wir auch haben, ist, dass man in der Fight-Phase Keep Inventory anhat, dann zusätzlich eine Cooldown-Phase hat. Das heißt, man behält sein Inventar, wird aber, wenn man sterben sollte, eine längere Zeit brauchen, bis man wieder weitermachen kann. Werdet ihr dann nachher verstehen. Macht das ganze Battle noch einmal besser, in meiner Opinion. Und, gut, ich habe ein Ravager Spawn Egg aus Kürbissen. Oh mein Gott. Was? Ja. Oh mein Gott, das ist ja übergut, oder? Kürbisse, ich nehme mal richtig viele mit, daraus kriegen wir einen Daylight Detector und damit direkt Spawn Eggs. Ich könnte, ja, die holen wir uns so easy. Die können wir ja richtig schön trappen und dann können wir denen auf jeden Fall was richtig Leckeres präsentieren. Das ist nämlich das Geile. Wir kommen heute so viel schneller an OP-Stuff oder halt eben auch an overpowerte Spawn Eggs ran. Aber wir können sie halt auch nur in die gegnerische Monster-Army eben hinzufügen, indem wir, naja, halt die auch vorher getötet haben. Aber da machen wir uns später Gedanken. Goldapfel. Aus Gravel. Aus Gravel? Ja, aus Gravel, aber es muss, glaube ich, Flint droppen. Oh, weil ich habe vorhin auch Gravel abgebaut. Aber das ist gut, oder? Ist das gut? Ja, es muss Flint droppen. 10% Quote. Das könnte eine Weile dauern, bis wir dann erfolgreich sein werden, oder? Oh mein Gott, was? Eine Alien gibt eine Lytra. Oh, das ist krass. What? Aber na, das ist insane. Hier, ich habe die gedroppt. Weil wir schnell traveln können, meinst du, oder was? Ja, also das ist doch so sick. Aber auch für später, wir können halt vom Mobs einfach hochfliegen oder so, checkst du? Aber wir brauchen halt Rockets dann, ne? Ja, das stimmt. Ich hab Holz! Oh, aus was? Aus Dschungel? Aus Lianen. Dann Kelp und Kelp abbauen ist Spruceholz. Okay, das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Nur leider bin ich ein bisschen zu weit weg. Ich kann dir... Oh, wir haben ein Backpack! Backpack, ne? Ja, das wäre... Oh, Fabo, du bist der Beste. Ein bisschen Holz für den Basti. Okay. Ja, ich baue ab. Also, ja, wie ihr sehen könnt, wir haben ein Backpack. Akazien-Button gibt Diamantschwert. Boah, Digga. Auch gut, auch gut. Kannst du machen direkt? Ja, also, ja. Bist du noch hier bei mir, oder was? Ich bin ein bisschen weiter in den Wald gelaufen. Das ist gut, das ist sehr geil. Stripped Oak gibt Netherite Pickaxe. Nein. Das macht der auch. Ich leg dir im Backpack. Bro, also, was? Backpack geht ja. Ich hol mir aus dem Shipwreck gleich mal, ein bisschen Eisen. Skeleton Spawn Egg. Oh. Aus, jetzt hör zu. Ja. Aus Spruce Trapdoor.
nicht Trapdoor, Dings. Pressure Plate. Pressure Plate. Pressure Plate. Ja, und wir haben jetzt Bruce Holz. Ja, das ist so. Also Skelette. Oder? Skelette. Wir können die ja voll spammen. Wenn wir die richtig spammen, wird das richtig unangenehm, ja. Oh mein Gott. Kopfhauge Piglin Brute Spawnex. Oh mein Gott. Bro, ich habe jetzt einen halben Stack davon. Oh, okay, was für Ohr? Kopperohr, Kopper. Also, ich muss Kopper abbauen, dann bekomme ich die. Ja, aber ich kann nicht irgendwie anders an ein Kopperohr kommen, oder? Wenn wir irgendein Ding haben, schon eine Kette, aber. Also, Kopperohr, Bro, die geben ja auch 10 Stück oder so, weißt du? Weil das ja rohes Erz ist. Ah, ja, normal. Stimmt. Ich habe jetzt über einen Stack. Okay, das ist okay, das ist halt gottlos. Ja, ja, okay, das ist krass. Die Axt! Oh! Ich leg dir eine rein aus gestrippten Birkenholz. Fabo, Boss. Retalk, Boss. Weil wir jetzt eben Tools haben, können wir natürlich aus, ne, zum Beispiel Grasblöcken auch nochmal Wege bekommen. Wir können aus Logs auch nochmal Stripped Logs bekommen. Gefällt mir. Oh mein Gott, Totem, ich hab einen Totem! Niemals. Doch. Ja! aus Dark Oak Planks. Fabo, das ist. Ich hab Dias! Ah, nee, wait, das bringt ja gar nichts. Achso, ich hab doch Diamond Ore. Ja, nee, dann nicht. Wieso bringt das nichts? Also, das ist ja Randomizer. Wieso? Wir können doch craften. Ja, ich hab, also. Hä? Das Ohr. Ja, das kannst du schmelzen. Fabo, Minecraft-Schule, aufpassen! Oh mein Gott. Oh, ich checke, ja. Wir sollten die Brut später im Nether auch machen, glaube ich. Also, Leute, es geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Eine Richtung, die mir sehr, sehr gefällt. Also, Totems, ich würde fast sagen, eigentlich, also, OP-Gaps wären noch besser. Ich habe einen Ofen. Ja, ich leg dir die Dias mal rein. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir dürfen uns jetzt nicht zu krass fühlen oder so. Bei den anderen dort drüben kann es eben genauso ablaufen. Und die haben vielleicht eventuell auch schon lange, vielleicht sogar besseren Stuff als wir. Ich hab aus Lapis Cave Spider Spawnex, weil das auch super viel gibt. Also da Stacks gefühlt. Oh, ich hab. Ich hab durch Crimson Stairs habe ich auch Cave Spider Spawnex gerade jetzt gefunden. Boah, es schmeckt. Es ist jetzt aber auch, wie gesagt, Nacht und eigentlich sollte man jetzt auf jeden Fall, jetzt gerade mit der Dia-Action, ja, weil da sollten wir auf jeden Fall auch mal das ein oder andere, den ein oder anderen Zombie-Skelett alles mal mitnehmen. Geil, ich liebe es so sehr, Leute. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, lasst auf jeden Fall einen Like da. Ja, damit könnten wir halt auch in den Nether gehen, ne? Was? Ich hab einen Iron Golem Spawn. Ich hab eine Elytra. Bro, ich hab einen Eisengolem Spawn Egg. Eisengolem Spawn Egg. Weißt du, wie broken das ist? Woher? Au, Netherite Block. Niemals. Ich muss Kelb essen. Aus Crying Obsidian habe ich das Spawn Egg. Netherite Block, wir brauchen das Upgrade halt, ne? Wir brauchen das Upgrade. Ja, bekommen wir noch. Okay, wir testen das. Wir machen das weg. Ja, wir haben diesen Rooted Dirt bekommen. Wir machen das hier weg. Passiert nichts, oder? Und ohne passiert was. Sand gibt Netherite Chestplate. Boah! Richtig sick, leg ich dir rein, liegt. Oh, das schmeckt, Bro. Netherrack ja ist dieses Holz, was wir brauchen für Dias. Das heißt, also wir haben Full Dias, safe. Ich mach das jetzt direkt auch. Ja, mach das mal, dass wir einfach schon mal direkt Full Dias sind. Also ganz viele Dias einfach mach ich jetzt. Ja, das ist clever. Also Leute, ihr seht, es läuft sehr, 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 sehr gut hier im Team. Mal gucken, wie es bei den anderen so läuft. Ey, ich sag dir ehrlich, vom Gefühl her würde ich behaupten, wir führen. Ja, finde ich auch. Also wir haben ein ultra geiles so Equip schon. Ja, aber ich habe jetzt keins mehr, weil ich es gerade alles zu Holz gemacht habe. Bro, ich hab Diablöcke. Ey, niemals. Kohleerz. Kohleerz ist einfach. Ein Diablock, yep. Ja, das ist vielleicht jetzt deine ganze Aktion ein bisschen unnötig. Ey, dann nehme ich das mal wieder raus. Bro, das sieht so cool aus, wenn man die abbaut. Alright, dann machen wir uns mal die Rüstung. Zucker hatten wir, glaube ich, noch nicht. Zombified Piglin. Why not? Spawn Egg ist Spawn Egg. Dann fliegen wir mal. Mal gucken, ob wir irgendwas Neues, Wichtiges, Gutes sehen, was wir holen können. Vielleicht ein Dorf oder so? Oh, na. Creeper Spawn Egg. Was für ein Spawn Egg? Ein Creeper Spawn Egg. Okay, das ist geil, oder? Also theoretisch würden die sich halt alles selbst zerstören, aber es wäre halt trotzdem funny eigentlich. Ich einfach so ganz. Aber also mitnehmen, was geht, wenn wir das halbwegs easy wieder bekommen. Ich bekomme ganz viele Hexen-Spawn-Eier. Oh mein Gott, hol dir ganz viele und trap die alle in ein Loch.
Und dann tötest du die, weißt du? Wie hast du die bekommen? Auch Netherrack einfach. Und dann das Holz, einfach die Planks abbauen, diesen Netherholz, das blaue. Du kannst mir auch die Eier geben, dann kann ich mich darum kümmern. Kann ich machen. Mach ich auch. Das alles für eine Holzschaufel? Oh. Danke. Hab gute News, komm. Wir hätten den Warden. Wir haben einen Warden-Sport-Egg. Digga. Ja, also das ist krass, das ist ja das Krasseste, was eigentlich passieren kann. Aber du weißt, was das jetzt gleichzeitig bedeutet. Wir müssen die ja irgendwie auch töten. Heilige Scheiße. Ja, wie kriegen wir den? Ich habe auch gerade bekommen. Nein! Wie kriegen wir den? Doch, doch. Hä? Wie du? Aus Carved Pumpkin. No way! Ja. Ist das lächerlich? Wir müssen irgendwie es schaffen, auf Dampf einen Bogen zu traden beim Dorf, oder? Bro, ich habe einen Spawner. Was für einen Spawner? Einen Mob-Spawner, einen normalen Mob-Spawner. Da können wir mit dem Mob-Egg draufklicken und dann spawnt er die Monster. Oh, das ist krass. Chill, voll, wir bauen einfach einen Spawner. Nee, der wird dann bei uns spawnen. Bro, wenn wir irgendwie einen Iron Golem bekommen oder so. Ja, dann Iron Golem. Das wäre krank. Dann könnten wir einen Iron Golem Spawner bei uns in der Ding aufstellen. Boah, das wäre halt so cool. Oh mein Gott, das wäre Game Changer, wirklich. Ja, das, glaube ich, wird interessant. So, ich kümmere mich jetzt mal ganz kurz um die Ravager Spawn Eggs. Und mache jetzt Operation Ravager. Ich würde dann auch gleich probieren, einen Dings zu suchen. Nether-Eingang, dann würde ich in den Nether gehen und da mal abbauen noch. Klingt sehr smart, also, ja. Also wenn ich jetzt hier, ich mache jetzt hier das Warp-Holz durch. Ich bin noch bei Mobs. Gamma. Haben wir schon. Aber noch unbedingt irgendwie noch eine geile Essensquelle, so goldene Blaze-Spawn-Eggs. What? Warped Pressure Plate. Ich hoffe halt, dass wir noch stackweise halt stabil Essen ranbekommen. Gerade Halbzeit. Sehr zufrieden. Stimmt, Halbzeit. Ja, sehr zufrieden mit dem Stuff. Also, ne, ihr seht, was wir halt alles so haben. Das läuft. Aber immer noch Möglichkeiten, das noch besser zu machen. Ich habe mal Akaziendorf. Oh, das sind viele neue Blöcke. Mit einer Schmiede. One können keinen Fall Schaden bekommen, oder? Doch. Aber halt, ich glaube, du musst von maximaler Bauhöhe auf den Dripstone fallen lassen, damit die sterben oder so. Jetzt ernsthaft? Ja. Ja, wir haben 42 Minuten, wir haben einen Spawner, wir könnten das machen. Wir machen die nach oben, einen Spawner, wir schlagen die einmal, dann zählt der vielleicht für uns oder so und dann... Also ich glaube, 5 oder 15 Sekunden nachdem du gehittet hast, zählt das noch als Player. Ich hab Endcrystals. Ja, GG. Bro, damit können wir die halt komplett finishen. Also alle Monster, wenn wir das halt clever anstellen. Oh. Doch. Oh, warte, vielleicht krieg ich den. Hab ihn. Ich hab einen Dripstone. Ernsthaft? Ja. Okay. Das ist okay, dann lass uns den Plan versuchen. Aber was ist, wenn das nicht klappt? Wie cringe das wäre? Wir haben dann keine Gegner, ne? Wir haben dann keine Mobs. Ja, aber Andy, du kannst ja nochmal mit den Spawn-Eggs weitermachen. Und halt, Pig'n Broods und so weiter, das haben wir auch noch. Ich brauch das dann mal. Alright, ich bin durch mit meinem Ravager. Hier ist alles voll mit, also, falls du einen Sattel brauchst, sag Bescheid. Ich hab einen Bogen! Sehr gut, ich auch. Wie hoch müsste ich den Turm in etwa bauen? Hast du eine Zahl nochmal für mich? 320. Also bis auf Max-Höhe. Ja, Gravel ist immer noch Goldapfel, ne? Fabo. Was denn? Ich hätte mal eine bessere Chestplate für dich. Niemals. Die schmeckt sehr, sehr gut. Auf nebenbei. Ja. Yeah. Ich gehe in der da jetzt, ne? Okay, dann baue ich mal random hoch. Mach mal. Reiß den ab, den Dude. Genau. Haben wir Pilz. Gibt es ein Goat Spawn Egg? Ja, wie viele Häuser sind hier bitte? Ich hab Lapis Lazuli Block. Wir können so geil enchanten. Oh mein Gott. Den hatte ich auch schon. Ja, wir haben noch Enchanter. Aber ist gut. Ja, ich hatte den Lapis Lazuli Block auch. Das Erz oder den Block? Den Block. Ja, okay. Aber ist gut, dass du den hast, weil ich wüsste nicht mehr woher. Hast du noch den Enchanter? Ja. Alright, ich enchante einmal alles durch, ne? Aber ich mach mal, ich crafte mir die komplette Rüstung einmal frisch und mach daraus den Stuff. Ich habe jetzt einen Stack gebratenen, Hasenschenkel. Nice. Also was soll ich machen dann? Einen Gang mal runterfließen lassen. Also Lava runterfließen und dann warten, bis die unten angekommen ist. Geht das bis auf Höhe 0 oder wohin? Nee. Ach.
Bräuchte dann nicht Höhen 0, glaube ich. Ja! Was los? Bist du drin? Ja! Let's go, Favo! Weil was, wenn ich zu früh Wasser loslasse, ist es scheiße für die Lava, oder? Ja, dann wird er rausgekoppelt. Also das heißt, ich muss noch echt die ganze Zeit warten, bis das Ding unten ankommt, so. Ja. Ich werde jetzt 300 Brutes töten. Heide. Hey, kriegst du hin, Mann. Ja, hier, Gravel, also ist, Ja, du hast recht. Ich hab Blaze-Spawn-Egg aus Basalt. Willst du mir die geben? Ich dann töte ich die schnell. Also wenn, oder... Ja, ich baue schon ein paar ab, oder? Genau, aber dann erkunde du weiter im Nether und dann gibst du mir das einfach rüber. Ja, ich habe auch nochmal Magma-Cubes gekillt. Da hinten ist keine Festung, schade. Töte die im Wasser. Man muss halt aufpassen, es muss halt am Ende ein Player-Kill sein. Ich kann sie im Wasser spawnen und trotzdem halt draufschlagen. Und ich glaube, dann sollte das ein Player-Kill auf jeden Fall am Ende werden. Dann mache ich mal das Setup hierfür. Ich habe auch Magma-Cube-Spawn-Eggs nochmal. Geil. Hey, kommen da nur die Kleinen raus? Ja, kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, was du nach Fläche hast. Ah, okay. Du spawnst. Das mit den Blazes wird unfassbar krank. Bin gespannt, was die für uns vorbereitet haben, aber ich glaube, die werden mit uns auf jeden Fall heute nicht so viel Spaß haben. Digga, oh mein Gott, sieht das satisfying aus! Wie killst du die gerade? Ja. Also, ich habe sie getrappt, in so einem Loch getrappt. Und. Ja. Ja. Naja, mit dem Schwert ist halt Sweeping Edge. Na gut. Ich habe jetzt 90 Pilgrim Brutes auf jeden Fall getötet. Vielleicht ist das dann einfach unsere Geheimwaffe, keine Ahnung. Dann suche ich noch Bastion und so, oder? Ich hätte noch eine andere Idee, maybe. Welche? Entity Cramming. Oh, ich checke, ja. Ich töte gerade die Pilgrim Brutes so, ich kriege die meisten davon, wenn ich die halt hitte. Oh, jetzt bin ich aber tot. Fuck, oh mein Gott. Das ist nicht gut, oder? Oh, das ist gar nicht gut. Oh nein. Oh. Aber auf der anderen Seite, wir hatten sau viel Spare, Bro. Du hast nicht vergessen. So, du hattest eigentlich gar nicht so. Also wir haben ein Schwert. Weißt du, das ist anders als beim letzten Mal mit Aufbauen. Ja, aber ich hatte die ganzen Spawn-Eggs und so da, ja. Also du musst überlegen, unsere Tag, also unsere Monster für diese, also für dieses Battle sind einfach Ravager und Blazes main. Ich habe Wither-Skeletten Spawn-Egg. Ich gebe dir die mal rüber. Gib mir die mal. Die sind, glaube ich, Fabo, Alter. Also ich hätte jetzt schon mal das Loch, aber wir haben halt... Du hast keine Dripstones gerade, ne? Du hast nur nichts. Nee. So, die Wither-Skelette haben ein bisschen länger gedauert, aber der Stack ist auch durch. Ich mache mir ehrlich gesagt, wenn noch ein bisschen mehr Sorgen um Essen. Ich glaube, ich würde gleich nochmal richtig viel Gravel abbauen mit einer Dia-Schaufel und hoffen nochmal, so viele Gaps wie möglich zu bekommen. Ja, das ist auch vielleicht gut. Wir haben 16 Pfeile. Ich habe 16 Pfeile. Das ist halt gar nichts, ne? Ich mache jetzt den Spawner zum Beispiel. Juckt ja eigentlich. Hier zum Beispiel. Hier mache ich ihn hin. Ich bin hier. Hier machen wir den Spawn-Ei rein. Dann spawnt hier einer. Zack, er fällt runter. Ja, ich gehe jetzt mal am Ende auf Gaps, glaube ich. Ich habe Wegspawn-Eggs. Fabo, wie? Ja, Bastion-Kiste, also wir werden nicht unendlich davon haben. Aber Bro, soll ich die geben oder soll ich die hier im Nether machen? Wie viel hast du? 4. Ja, dann mach du die schnell. Ja, aber die, ja. Ja, Bro, du ja, musst ja 4 Stück hinbekommen, oder? Ja. Boah, sind die Viecher nervig. Gut, sind ja, glaube ich, immer noch da, leider, aber... Ah, Bro, oh mein Gott. Spawn-trappen mich. Hab mein Zeug. Hast du Kiste? Also kann ich dir alles rübergeben gerade? Ja, jetzt nicht alles, aber... Wichtige irgendwie? Ja, genau, so würde ich schon sagen. Das. Sind noch Pilgrim Brute Spawn Eggs. Okay, dann töte ich mich jetzt. Oh, bitte. 4 Minuten, Alter, Hilfe. Bin unten. Dripstone, leg Dripstone rein. Okay, hab Backpack, Dripstone. Ja, okay, hau rein, okay, den Kollegen. Ich alles, Achtung. Ich mach einen Block hier hin. 3, 2, 1. Okay, Spawner ist schon mal geladen. Kannst du mal einen so spawnen, quick? Also warte. Einfach so einen runterdroppen lassen. Wo ist er gespawnt? Wo ist er gespawnt? Der ist über dir. Naja. Oh, ist der auf dem...
Scheiße. Nein, die spawnen daneben, die spawnen neben dran. Nein, wieso, die spawnen random. Dann mach manuell oder so. Wie viel haben wir denn? Ja, okay. Ich mach manuell. Warte, ich probiere. Achtung. Ja. Ja. Verfällt. Oder? Kommt der gerade? Ja, wahrscheinlich. Er ist gestorben. Du musst irgendwie ein bisschen weiter runter oder so. Nee, ich glaube du. Okay, ich kann es auch versuchen. Okay, warte. Warte, darf der auf Dripstone fallen oder nicht? Er muss, glaube ich. Okay, weil der war jetzt One-Hit. Der war tot. Auch gestorben. Nein, was? Ich kann das alles. Oh mein Gott. Fliegt da schnell wieder hoch. Fliegt nimm mir drauf. Fliegt das sofort wieder hoch. Ich muss jetzt mit ihm irgendwie diskutieren. Oh mein Gott, was war's bei dir? Nix! Was meinst du? Ja, wir haben gar nichts. Wir haben gar nichts. Also haben wir nicht gar nichts. Oh mein Gott. Die können da raus! Oh, nicht, nein, bitte nicht. Ja. Oh, ist vorbei, ne? Digga! Oh nein! Aber das war ja noch. Ey, ich will jetzt nicht sagen, aber ich bin gerade gestorben. Ich habe jetzt nichts. Ich bin noggisch. Ich bin wirklich noggisch. Das sieht nach soliden Stuff aus. 90 Minuten sind rum und es wird Zeit. Oh. Die Waves einzustellen. 3 Waves gilt es einzustellen. Und Fabo, bist du bereit, in unser Menü mal zu gucken und mal so abzuchecken, was wir alles getötet haben? Wir haben 13 Schafe, 3 Kühe, 10 Spinnen, 26 Zombies, 2 Pufferfische, ja cool, 26 Husks, 2 Drowns, 2 Papageien, 3 Endermen, 29 Skelette, 5 Zombies, 5 Eisengolems, 17 Hexen, 30 Ravager, 5 Schweine, 3 Turtle, 54 Magma Cubes, boah. 2 Piglin Brutes, 3 Ghasts, 1 Donkey, 5 Hühnchen, 72 Wither-Skelette, boah, die sind auch krank. 74 Blazes, 12 Piglins, 4 Wächse, eine Cave Spider und ein Delfin. Wie starten wir? Wo sind die Ravager? Die sind böse, die 30, ne? Das ist zu viel. Wie machen wir die erste Wave? Ich würde erstmal den Delfin. Das ist das allererste. Ja. Wollen wir erste Wave so ein bisschen so noch auf Donkey rein? Ja, mach mal den Donkey. Ich würde jetzt dann 14 Blazes mal. Ja, damit schon mal Rüstung gedrained wird auf Feuer. Damit die ein bisschen Fernkampf machen müssen schon. Und dann aber auch so Wither-Skelette ein paar. Lass mal Wither-Skelette und Blazes so abwechselnd machen. Ich mach ja, das mal so, dass immer einzeln. Achso, ja. Und da noch 5 oder 10 Ravager? Ne, 5. Lass uns mal 5 Ravager, aber zwischendrin so Schafe. Ich würde sagen, eine wächst und dann gehen wir schon in Wave 2. Eine wächst auch? Ja, damit die halt irgendwo rumfliegt auf eklig, weißt du? Ja. Das ist Wave 1. Guck mal, guckst du mal bitte an. Bro, Wave 1. Ja, ist schon stark. Ich mache jetzt, also konfigurieren wir die erste Wave. Oh mein Gott! Pikmin Brutes 241, denkst du, da sind welche bei mir dabei, von mir, oder nicht? Ein paar, ja, ich glaube, ich hatte 190 oder so, keine Ahnung. 4 Chicken. Ja, dann machen wir erste Wave, machen wir 18 Kühe, oder? Hau rein. Sollen wir eine Bauernhof-Wave machen? Nee, wir müssen, so? Wir können nicht alle Tiere auf einmal rein. Das können wir uns nicht leisten. Ja. Ne? Wir machen eher eine Kuhrunde. So, Wave 2 würde ich jetzt erstmal Hexen und Husk-Armee reinschmeißen. Aber würdest du die Wave, ich würde eine Wave komplett overloaden. Ja, das ist die letzte. Letzte ist halt eigentlich Wither Skeleton Blazes. Okay. Ich würde jetzt im Wechsel Witch mit so Zombies und Husk machen. Dann mach aber, ich mach erstmal einen Husk und dann eine Hexe. Ja, Husk, Hexe, ich mach mal. Alle Zombies? Ja, alle. Spinnen? Auch, hau Spinnen rein, das ist die Spam-Armee. Alle Spinnen, alle Schafe, Skelette, auch alle? Nee, noch ein paar würde ich da übrig lassen, aber ich mach nochmal so 3. Eisengolem, was ist jetzt mit Eisengolem? Greifen die Spieler an oder unsere Mobs? Eigentlich die Spieler, aber ich würde sie vielleicht einfach zum Schluss rein, also, nee, lass sie jetzt einfach reinhauen. Ja, lass jetzt alle rein da. Dann mach ich noch eine Wex dann auch. Ja. Ein Chicken nur, damit die denken, das ist dann natural gespawnt, vielleicht? Ja. Okay, pass. Das ist Wave 2. Würde ich Wave 2 lassen. Dann lass in Runde 2 einen Squid machen. Zweite Runde ist ein Squid. Also, ich sag safe, dass so ein Kommentar kommt mit, Moment, Digga, vielleicht ist das Plugin verbuggt. Und dann kommt dieser Moment, ah nee, ich glaub nicht. Dann Wave 3. Dann jetzt wirklich Ravager und Blazes. Erstmal abwechselnd am Anfang, oder? Nee, mit Wither-Skeletten, oder? In der Dreier-Kombo immer. Boah, ja, okay. Machst du?
Ja, weil dann kannst du dich erstmal gegen die Ravager nicht richtig hochbauen. Die Blazes sind am Nerven. Ich mach mal auch einfach random einen Gas zwischen rein. Ja. Dann auch mal eine K-Spider, die sich vielleicht irgendwo versteckt. Nochmal eine Vex. Dann würde ich die Piglin Brutes auch mal langsam kommen lassen. Magma Cube mache ich auch immer bei dir jetzt zwischen rein. Mach mal rein immer. Bro, es macht's wirklich, let him cook. Also wir kochen uns hier gerade. Chicken noch nebenbei. Wir kochen uns hier gerade eine Suppe zusammen, ne? Dann nochmal zwischendrin so ein Papagei, so der sich versteckt. Ja, wollte ich auch gerade machen. Dann nochmal 20 Skelette. Digga, alle rein. Ja, nochmal ein Huhn zwischendurch, nochmal ein Gas. Dann ist jetzt langsam auch nichts mehr verfügbar, oder? Nee, nur noch Magma Cubes. Alle rein. Okay, und die letzte Wave ist dann halt alles, ne? Das ist dann alles. Ja. Geil. Fertig. Fabo, es geht auf in 3, 2, 3, 2, 1, go! Da sind wir mal wieder unserem Dörfchen. Diesmal auch mit der Möglichkeit zu respawnen, was gut ist. Aber könnte trotzdem gefährlich werden. Na moin. Aber weißt du was, schau ich mal an. Egal, was hier passiert, du bist alleine, du Wichser. Ah, du Fisser, Alter. Ich bin... Digga, hey, mach Mann. Das alleine. Das ist mir doch scheißegal. Es ist mir doch egal, was du da unten machst. Ich guck mir das schon hier oben an. Junge, ich sehe schon 20 Wither-Skelette. Wir haben in der ersten Wave mehr als wir insgesamt, sag ich dir. Ja? Ja. Oh Mann, ey. Fabo, es geht los, die Kühe. Das sind unsere Gegner. Achso, stimmt. Hä? Man. Am Anfang ist es immer entspannt. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Es ist auch alles wieder auf mehrere Spawn-Spots verteilt. Aber voll viele Spawn-Dinger jetzt, ne? 6 Stück. 6 Areas. Ja. Was? Hä? Nein, okay, das ist... Die Trollen, die verarschen uns. Die spielen mit uns, Basti. Ja, hier kommen ein paar Squids gerade. Hier kommt eine Sendung. Nein, was ist denn mit dir? Ja, okay. Sie machen alles auf einmal. Jetzt wird's krachen, ne? Die sind so krank, ne? Ja, Bro, das spawnt so viel. Bruder, das spawnt so viel. Oh mein Gott, was für Ravager. Ja. Digga. Also allein schon gegen die Blazes haben wir keine Chance gerade. Das stimmt. Ja, perfekt. Mann, ey. Boah, es sind so viele. Glaubst du, sie haben die erste Wave schon geschafft von uns? Die haben alle Waves gerade. Jetzt in der Sekunde haben sie alle Waves geschafft, glaube ich. Mann, es wäre halt auch so traurig, wenn unsere Brutes zu Piglins werden, ne? Ein Schwein. Das war's? Ich glaube, die haben es so falsch eingestellt. Okay, hier drüben geht's schon los. Cave Spider. Ja, Zombie hier auch. Denk dran, bei Warden bauen wir uns hoch? Würde ich sagen, müssen wir. Ja, da müssen wir halt wegen Akku gucken, ne? Mhm. Denk auch bei den Häusern daran, dass wir da auch eigentlich sehr, sehr gut chokepointen können. Ja. Boah, mit Sharpness Dia-Schwert geht aber auch schön rein, ne? Das bockt. Boah, ich hab gar kein Schwert. Abo? Alles okay? Ja, ich habe kein Schwert. Du spielst einfach mit Axt die ganze Zeit? Ja. Bau dich in einem Haus ein und craft schnell. Weil ich habe nicht enchanted dann. Und ich one-hit so alles. Ich spiel mit Axt, pass auf. Alright, moin moin. Wow. Nein, er ist nicht mehr stuck. Ah, toll. Hier sind Brutes bei mir. Denk auch daran, dass wir Totems haben. Ja, ich habe die ganze Zeit Offhand. Ja, also dass du noch in die zweite Hand kommst. Ja. Okay, ich glaube, die hatten auf jeden Fall Spawn-Eggs, ne? Also Piglin Brutes Spawn-Eggs, die haben sehr, sehr viele. Echt jetzt? Okay, ich bin in einem Haus und ich kann hier mit den... Mit den Chokepointen. Ist alles okay bei dir? Ja. Junge, die spawnen da immer noch, ne? Ich glaube, die hatten sehr viele. Aber ich krieg gerade sehr, sehr viele down. Sehr, sehr, sehr krass. Bei mir war es gerade sehr, sehr knapp. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Endgegner hier gehabt, ne? Kommen, glaube ich, noch. Da ist irgendwas explodiert. Ja, das habe ich auch mitbekommen, Fabo. Aber das ist gut, die töten bei mir gerade. Amen, ich kann. Ja, okay, das ist gut. Wir können die blocken, sodass die Blazes die abschießen und dann töten die, stemmen die dann Feuer. Oh, oder später.
Lamas! Ah, die sind so viele Brutes. Ey, kommt ein Creeper! Hey, die haben Creeper! Die sind dumm! Ja, die Creeper machen richtig schön, die hauen mir alle Brutes weg. Mir auch! Geil! Die Brutes haben sie auf jeden Fall, glaube ich. Ach du Kacke! Was los? Die haben da zwei, Alter! Das sind so viele Brutes! Bro, weißt du, wie viele ich hier getötet habe schon? Hey, hey. Oh nein. Ich bin mein Endgegner. Oh. Zombie Pigman. Ja, hier ist jetzt ein bisschen Action. Aber bei dir ist alles gut. Bei mir ist alles super. Also ich krieg's im Haus richtig gut hin. Also das ist halt das Geile bei Brutes. Bei Brutes kann ich das richtig geil outplayen mit dem Haus, aber bei Blazes oder so ist das schwierig. Ja. Wo bist du gerade eigentlich? An so einer Kante hier. Oh mein Gott. Oh, aber boah, es sind so viele Brutes, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, es spawnt nichts mehr, oder? Kann das sein? Irgendwie, also... Nee, oder? Ich glaube, dass sie sich voll fokussiert haben auf Brutes, ne? Brutes ist halt deren... Glaubst du, die haben Warden nur probiert und nicht geschafft jetzt? Vielleicht. Warden zu töten ist halt auch schwer, ne? Oh mein Gott, hauen die mir... Oh, hat der dich genommen? Nee. Wie du da stuck bist. Zwischen zwei Revengern. Das ist krass. Zuerst der Nächste. Ich bin mit dir von hinten, pass mal auf. Glaub auf mich. Nee, irgendwie nicht. Jawoll, let's go. Ja, guck mal. Let's go. Schön. Ich hab kein Essen mehr, ne? Hier, Bro. Ja. Boah, also Bro, wie wollen wir das machen? Willst du mal einen Endcrystal machen? Oh mein Gott, ja, warte. Lauf kurz eine Runde. Ja, warte, die sind jetzt auf mich hier. Ja, aber die müssen auf gleicher Höhe stehen. Warte. Also so. Ja. Ja. Warte, ich muss von hier oben. Wenn ich von hier oben dann runterlaufe, dann passt das. Warte mal kurz. Ja, ja. Mach das. Mach es. Boss! Real Talk, Boss! Wie sieht's denn in den anderen Ecken aus? Boah. Okay. Ja, hey, du hast ja ein Totem, ne? Das ist voll merkwürdig, weil man die Animation nicht sieht, ne? Aber ja. Ja, perfekt. Boah! Aua. Warte, stell hin. Ja, ja. Jetzt. Also ich könnte ja auch machen, schön. Aber... Schön. Hab ich das Gefühl, ja. Als ob ich den Crystal nicht schlagen kann. Aber das ist eine gute Taktik von ihnen. Weil, also Brutes sind einerseits einfach auch gefährlich, klar, aber sie brauchen auch einfach lange zu töten, weil sie einfach sehr viel aushalten. Und dadurch... Ja. Also bis wir mit der Wave fertig sind, das dauert einfach. Boah, ich habe hier so eine Schweinemasse. Super. Sehr gut, Fabo. Retalk. Was baut der Baumhaus? Ja. Let's go! No! Jawohl! Boah, das waren aber viele. Das waren wirklich viele Brutes. Ja, das waren gestört viele. Okay, nein, es wird bei ihnen nicht angezeigt. Dann lass deren Streams aufmachen, dann gucken wir noch bei denen zu. Bro, die Vex ist so gottlos nervig, ne? Der buggt irgendwie aber auch. Der checkt nicht, was der macht. Der wird die ganze Zeit runter, der fliegt die ganze Zeit hoch und wird dann runter teleportiert. Guck mal. Yeah, oh, let's go! Yes! Oh. Ja. Oh nein. Oh nein, es sind auch so kleine Giftzwerge, scheiße. Oh, bitte, 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 lass mich überleben. Oh. Ich glaube, das war nicht so schlau von uns, in ein Haus zu gehen. Oh, bist du auch? Ja. Ja, du Nachbarhaus, ah. Ja, moin, was geht ab, Bro? Oh mein Gott, sind da viele Mini-Zombies. Naja. Oh mein Gott, wir können. Oh mein Gott. Digga, was ist denn jetzt mit Gas auch noch? Oh mein Gott. Hä? Was hat mich getötet? Bro, also in keiner Welt sind die doch noch nicht fertig, oder? Voll Skelett von außen. Oh, jetzt hast du kassiert, oder? Oh. Oh. Ja! Okay, jetzt geh ich die bei dir, das passt dann. Die sind alle arg auf mich. Vielleicht kann ich die einfach kiten und du haust die um. Eben, genau, ja.
Bro, wir schaffen die. Ja. Jawohl. Bei ihm musst du mir helfen. Yes. Okay, irgendwo okay. So random stuff. Nochmal Schildkröte. Hier hin. Oh ja. Ja. Okay. Let's go. Easy bis jetzt. Easy. Okay. Ah, bin tot. Oh, moin, okay, du auch. Wie viele dieser vierfüßigen Atzen. Oh, Digga, wie viele. Oh, und Blazes, nein. Hab einen tot. Zwei tot. Oh Mann, ey, die Atzen schlagen halt echt durch die Wände. Ich schau nochmal. Ja, das ist halt... Ist ja. Winnable. Ist das ein Cluster? Ey, wenn wir uns beide hier hinstellen, vielleicht sterben sie dann an Entity Cramming. Fabo, ich würde sagen, das haben wir mal wieder gut hinbekommen. Ja, würde ich auch sagen. Dann tut mir echt ein bisschen leid. Alright, ich mach dich auch mal in Creative, ja. Ja, sie sind in Wave 3, aber sie haben es halt. Die ersten beiden Waves haben sie hinbekommen. Digga, er steht hier verzaubert. Netherite mit dem Totem, ich kann nicht mehr. Wirklich. Oh, Seven, wir sind over. Hallo. Hey, Heiko. Freut mich. Ja, na. Wie geht's? Cooles Equip habt ihr da. Coole Waves auf. Freut mich. Ey, war geil. Ja, ja, hat's euch Spaß gemacht? Nee, wirklich, es war geil. Es hat Bock gemacht. Wir haben also... Ey, Mann, es tut mir halt auch leid. Bisschen gekraft, man, war ja. Es war ja mein Wunsch, dass wir halt mit dem Randomizer, dass es halt in beide... Also es kann ja in jede Richtung gehen. Mit dem Randomizer ist alles möglich. Dass es jetzt wieder in so eine Richtung gegangen ist, es tut mir halt wirklich leid. Es war nicht mein Plan. Hattet ihr wenigstens an den Brutes zu kämpfen, so ein bisschen? Ja, voll. Ja, schon. Wir hatten schon damit zu tun. Also sie waren schon unangenehm, hatten schon lange gedauert und waren echt viele. Also das war schon krass. Okay, wir hätten noch doppelt so viel gehabt, glaube ich. Es war ein Müh, dass wir fast gewonnen hätten. Das glaubt mir jetzt erstmal niemand. Nee, aber du hast schon recht, glaube ich. Es wäre eine kleine Änderung in der... im Universum und wir hätten gewonnen. Nein, ich glaube, wir hatten, wir hatten eigentlich einen coolen Plan. Der hat nicht ganz geklappt. Ich weiß nicht, also die Umsetzung war nicht so geil. Wir hatten recht früh Warden Spawn Eggs. Okay. Und dann war uns aber klar, also wir werden wahrscheinlich keine Pfeile und keine Bögen so viele bekommen. Mhm. Weswegen wir dann gedacht haben, okay, wir machen Fall Damage. So, wir haben jetzt einen ganz hohen Turm gebaut. Dann habe ich versucht, den zu spawnen oben und Heiko one-hitte den unten. Und wir haben ja wir hatten auch sogar die Spawner selbst schon, also so ein Spawner-Block. Geil. Sodass wir sozusagen, und das wäre dann, stell dir mal vor, wir hätten jetzt dann so 20 Minuten permanent Wardens einfach gespawnt. Das wäre ja insane gewesen. Ja, da hätten wir nichts machen können. Also da. Naja, aber die Realität sah anders aus.